Ein Punkt in der letzten Partie, heute muss ein Dreier her. Und die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Das Spiel läuft. Schmelzer. Der Assistent entscheidet abseits. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Super Flanke. Schöne Flanke, aber der Gegner passt auf. Das Ding muss er sicher haben und er kriegt es sicher unter Kontrolle. Ja, aber bei der Entfernung, da sind wir uns einig, Manni, den muss er natürlich auch locker aufnehmen. Kehl. Den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Da hat er toll Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper. Subotic. Bender. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und Achtung, genau hingeschaut. Jetzt zieht er ab. Erstmal nur abgewehrt. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Die Möglichkeit. Die Abwehr ist ganz konzentriert, keine Gefahr. Das muss es sein. Marco Reus. Und der Ball ist drin. Ein schöner Kopfball und unhaltbar war er auch. Ja, weil er wie aus dem Lehrbuch kommt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Klasse erwischt, diesen Kopfball, Druck hinter die Kugel gebracht, aber glänzend pariert. Schmelzer. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Weg ist der Ball.
Schöne Flanke. Die Lewandowski. Und er ist drin. Da schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfball. Wir sehen hier noch mal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Perfekt getroffen diesen Ball. Keine Chance für den Torhüter. Blaszczykowski bewegt den Ball. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Subotic. Marco Reus. Der kann alles am Ball. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ein schöner Zweikampf von ihm. Kaum ein Durchkommen für die gegnerischen Angreifer. Vorteil, sie dürfen weitermachen. Mir gefällt der Schiedsrichter. Lässt das ein bisschen an der langen Leine. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gefährliche Flanke. Reus. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Und der Keeper kann diesen Schuss entschärfen. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Pischel. Tolle Flanke. Blaszczykowski. Und er trifft. Er spielt mit Köpfchen, der macht einen Kopfball wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Das ist ein Traumkopfball. Ja, Fußball wird mit den Beinen und den Füßen gespielt, aber der Kopf gehört auch dazu. Schmelzer. Bender. Piszczek. Eine Rangelei um den Ball. So, da bin ich mir sicher, gibt es ordentlich was auf die Ohren vom Coach. Und da hat er sich etwas unter Druck setzen lassen. Den Ball deswegen jetzt ins Ausgespielt. Der könnte passen. Ah, der Ball ist ihm verrutscht. Ja, nicht einfach so ein Ding mit dem Außenriss. Aber so schlecht war der gar nicht. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Piszczek. Gute Flanke. Bender. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Kiel. Piszczek. Die Abwehr ist ganz konzentriert, keine Gefahr. Müsste Abseits sein, ja. Kein Problem für den Gegenspieler, so ein Geschenk nimmt er gerne an. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Lewandowski. Gelaufen ist das noch nicht, liebe Zuschauer. Aber immerhin 3:1 die Führung zur Pause.
Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte. Mürrischer Einhandball. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Sehr gute Flanke. Gündogan. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Herrliche Flanke. Vorsicht, es ist, guck mal hin. Und er ist drin. Borussia Dortmund trifft und hier kommt die Wiederholung. Im ersten Versuch pariert vom Keeper, aber am Ende ist das Ding doch drin. Attackiert ihn, er will den Ball. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Gefährliche Flanke. Jetzt schießt er und den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Vergeben. So wird das nichts mit dem Ausgleichstor. Marco Reus. Nurischer Einhandball. Ja, da kommt was auf uns zu. Können Sie die Flanke verwerten? Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Bender. Jetzt ins Tor. Ein weiter Pass. Er sucht Aubameyang. Bender. Nurischer Einhandball. Flanke fliegt in den 16er. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Ja, das gibt einen Eckball. Lewandowski. Super Flanke. Ganz souverän gehalten vom Keeper. Wunderbar gemacht, das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Die Flanke kommt gut und das wird ganz gefährlich. Achtung, das ist das Tor. Dieses Tor wollen wir uns nochmal anschauen. Gerade noch den Strafstoß pariert und bei der nächsten Aktion das Shepherd's Top. In der Mitte, da warten sie schon. Und nicht abfallen lassen, nicht fallen lassen. Fest. Gehalten. Super. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Reus.
Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Ball im Tor aus, Abstoß. Es dauert nicht mehr lange das Spiel. Sie führen und bringen was? Neuen Verteidiger natürlich. Ja, welche große Überraschung, Manni, aber es ist verständlich. Das wollen sie sich nicht mehr nehmen lassen und das wird eine pure Abwehrschlacht. Abseitsentscheidung korrekt. Ja, da liegt der Assistent genau richtig. Wir schauen noch mal hin, quasi wie mit der Lupe. Und Kompliment, junger Mann, gut gesehen. Was sagt uns die Schussstatistik? Dass es nicht entscheidend ist, wie oft du aufs Tor schießt, sondern wie genau. Subotic. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Großkreuz. Piszczek. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Eine Rangelei um den Ball. Und jetzt hat er die Chance zu flanken. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Bender. Subotic. Großkreuz. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Ja, jetzt kann er flanken. Nein, das kann er viel besser. Viel besser als in dieser Situation. Das ist ein tolles Gefühl, da nicht mehr im Keller zu stehen. Und mit was für einem grandiosen Spiel sie sich hier gerettet haben. Wahnsinn. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann.